Grüß Gott, liebe Piraten und liebe User bei YouTube, als Zaungäste hier einer innerpiratenparteilichen Klärung. Es geht um die Ansprüche der Piratenpartei, die Grundwerte sozusagen, nämlich das, was bei uns im Grundgesetz gefordert ist, von der Menschenwürde bis zur Freiheit, Bürgerrechte, Rechtsstaatlichkeit, Pluralität und Demokratie und was es alles gibt, Dezentralität, Föderalismus, alles Werte. Und hier mit Blick auf die innerorganisatorische Stilproblematik bei den Piraten das Thema Transparenz in Bezug darauf, dass eine wirklich brutale Mob-Aktion lief gegen mich auf dem Piratenparteitag in Neumünster, von wenigen Piraten inszeniert, dabei wesentliche agierende Piraten lediglich Instrumente waren und auch bis heute nicht wissen, was wirklich gelaufen ist. Und das ist wirklich auch kompliziert. Ich werde das in einer Fallstudie schriftlich darlegen. Ich ziele aber auf die Werte der Piratenpartei, für die ich arbeite, für die ich mich einsetze, und sehe nicht ein, dass aus irgendwelchen Dummheiten diese Werte verletzt werden oder die Arbeit vernichtet werden soll. In diesem Sinne kommt hier mein Auftakt zur Transparenz bei den Piraten mit einem Stichwort, und ich bitte dem nachzugehen: Otto von Neurath. Er ist nicht bei Wikipedia so ohne weiteres zu finden. Otto Neurath, am 10. Dezember 1882 geboren in Wien, Otto Neurath 1945 in Oxford gestorben, war ein österreichischer Nationalökonom, und es wird ihm ein berühmtes Wort zugewiesen, Otto Neurath. Das habe ich bei Orman Quine gefunden, auch mit Verweis auf Wittgenstein. Also ich bin Soziologe und Philosoph, beschäftige mich mit solchen Schriften beruflich. Quine zitiert letztlich Otto von Neurath mit einem geflügelten Wort, man kann das nicht anders nennen. Und zwar, ich gebe das jetzt hier mal ein. Das ist nämlich Umbau des Schiffes auf hoher See. Mal sehen, ob Wikipedia das hier findet. Google findet es. Also, Otto Neurath. Es gibt keine Tabula Rasa. Wie Schiffer sind wir, die ihr Schiff auf offener See umbauen müssen, ohne es jemals in einem Dock zerlegen zu können oder vorhandene Einzelteile verändern, aber und so weiter. Otto Neurath. Bitte selber nachgucken, Otto Neurath, Umbau des Schiffes auf offener See, ohne jemals in einem Dock in Ruhe die Einzelteile zu betrachten oder so. Das ist das Drama jeder Gruppe und auch einer gesatzten Gruppe wie ein nach dem Parteiengesetz aufgestellte Piratenpartei, die sich selbst in ihrer folkloristischen Handlungsvielfalt gar nicht so gerne an das Parteiengesetz in der repräsentativen Demokratie halten möchte, es natürlich satzungsgemäß muss. Und da geht es schon los, wenn man so etwas erklärt, dann wird einem entgegengehalten, du bist unverständlich. Das ist das Zauberwort gegen mich. Ich bin unverständlich, da ich komplizierte Dinge vortrage. Und mit diesem folkloristischen, ja geradezu mobartigen Argument, du bist unverständlich, begründet man, dass man sich mit diesen unverständlichen Angeboten natürlich nicht beschäftigt, dann natürlich nicht Bescheid weiß und dann natürlich auf die Scheißhausparole braunes Gesocks
sofort hinterher läuft, haltet den Dieb, da ist die rechte Sau. Und das wird uns hier bewegen, wie kann sowas geschehen, indem dann jemand, der sich als Mob verhält, davon gar nichts ahnen kann. Und geht man dem der Hierarchie der Gedanken nach, steht am Anfang, dass ich unverständlich bin. Ich bin unverständlich. Gut, und das stößt jetzt auf das Problem, das Otto von Neurath beschrieben hat als Umbau des Schiffes auf hoher See. Wir waren also nach Neumünster auf hoher See mit dem Wahlsonntag in Schleswig-Holstein und dem gestrigen Wahlsonntag in Nordrhein-Westfalen. Da war es nicht möglich, hier diese Dinge zu thematisieren, denn ohne den Druck der Medien auf die Piratenpartei wäre es zu dieser Mob-Eskalation vermutlich nicht gekommen. Denn es gibt ja, was völlig normal ist, bei 30.000 Piraten nur einige, die mich persönlich kennen, die stehen aber im Zentrum des Geschehens und von denen ist kein einziger der Überzeugung, dass ich ein Rechtsextremer wäre, dass ich ein braunes Gesocks zu bezeichnen wäre oder dass das, was dort in den Raum gestellt wurde, auf mich zutrifft. Aber was man bis jetzt nicht weiß, ist, warum da bei einigen eine unglaubliche Killer-Mentalität gegen mich in Aktion getreten ist und in Aktion gesetzt worden ist, damit ich ja nicht kandidiere. Es ging um die Verhinderung meiner Kandidatur und da man das letztlich dann nicht verhindern konnte, wurde ich abgeschaltet. Also ich bin in der Tagesschau zu sehen, wie ich spreche, aber der Ton ist natürlich nicht da. Keinen einzigen Ton von mir hat man gesendet, sondern irgendwelche Schilder oder entsprechende inkriminierende nazispezifische Kommentare hat man mir untergeschoben. Alles immer mit der Sündenbock-Methode, das hat mir der Pirat so und so gesagt, das haben die gesagt, das haben die gesagt, es haben mehrere Leute gesehen und so wird es also gemacht. Aber ich muss es zurücknehmen darauf, es ist zunächst eine innerpiratische Angelegenheit, die das gemacht haben, sollen jetzt nach vorne gehen, ihre Situation nochmal kurz erläutern und sich dann wirklich in aller Gänze, in vollem Umfang dafür entschuldigen, dass das nicht Stil der Piratenpartei sein soll und auch bei mir persönlich ganz kurz ein Zeichen geben und sagen, total schade, dass wir so doof waren, es wäre besser gegangen, wenn man es besser gemacht hätte. So, Otto von Neurath, wir sind hier beim Umbau des Schiffes auf offener See und damit bedanke ich mich, in diesem Sinne wird es weitergehen.